Es lebte einmal im Schwarzwald ein junger Köhler. Sein Name war Peter Munk. Ach, ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner. Es ist ein Elendleben. Gab es da nicht mal diese Sage vom Glasmännlein, das schon vielen Menschen geholfen hat, reich zu werden? Das Glasmännlein wohnt im Tannenbühl auf der höchsten Anhöhe des Schwarzwaldes. Und es erfüllt jedem Sonntagskind, das zwischen 11 und 2 Uhr geboren wurde, 3 Wünsche. So möchte ich jedes Mal noch einmal so viel Geld im Wirtshaus zum Spiel haben wie der dicke Ezechiel. Mit dir ist's aus, Peter Munk. Holländer Michel! Herr Holländer Michel! Der Holländer Michel soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flößer sein. Schau, diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Da das Herz des Amtmannes, dort das Herz des dicken Ezechiels. Aber was tragen sie denn jetzt stattdessen in ihrer Brust? Dies? Ein Herz aus Stein.